Herzlich willkommen zu diesem Video über die Highlights und die wichtigsten Neuerungen zur QFTest-Version 4.2. Eine der wichtigsten Neuerungen in QFTest 4.2 ist die Unterstützung von Java 9 für zu testen der Anwendungen. Und was QFTest 4.2 uns noch bringt, das schauen wir uns jetzt live an. Wie schon erwähnt, unterstützt QFTest 4.2 nun Java 9 für zu testen der Anwendungen. Zusätzlich bietet QFTest 4.2 nun die Möglichkeit, PDF-Dokumente im gewohnten QFTest-Stil zu testen. Das heißt, Sie können ein PDF-Dokument aus QFTest heraus öffnen und mit dem Checkknoten können Sie Prüfungen für Text wie auch für weitere Eigenschaften wie die Schriftart in QFTest aufzeichnen und Sie erhalten die gewohnten QFTest-Knoten wie einen Checktext und im weiteren Verlauf auch die gewohnte QFTest-Komponentenerkennung. Aber auch im Bereich der Skriptsprachen von QFTest hat sich etwas getan. Neben den bekannten Skriptsprachen Python und Groovy ist nun JavaScript als dritte offiziell unterstützte Skriptsprache hinzugekommen und Sie können Ihre eingebetteten Skripte nun also auch in JavaScript in allen unterstützten Technologien, also in allen Java-Varianten wie der Webanwendung, wie auch im PDF implementieren. Außerdem bietet QFTest 4.2 nun auch die Möglichkeit, REST-Services per Server-HTTP-Request-Knoten zu testen. Sie spezifizieren die Eigenschaften Ihres Services im Knoten, führen diesen aus und können den Response, den Statuscode und alles weitere aus QFTest-Variablen ermitteln und diese dann in weiteren Knoten oder in Skripten auswerten. Ein interessantes Schmankerl ist der neu hinzugekommene Unit-Test-Knoten, der eine Integration von JUnit ins QFTest darstellt. Hierbei ist es möglich, Ihre bestehenden Unit-Tests in Ihre GUI-Tests zu integrieren und diese in der Live-Umgebung auszuführen, wie auch innerhalb der Live-Umgebung eigene Unit-Tests zu injizieren und in der wirklichen Umgebung noch einmal Tests auszuführen und zu implementieren. Dieser Unit-Test-Knoten bietet darüber hinaus für Web-Anwendungen noch die Möglichkeit, bestehende Selenium-Tests mit QFTest-Tests zu integrieren und diese Selenium-Tests in QFTest einzubetten. Für den Bereich Web-Testen hat sich noch einiges getan, nämlich das populäre Angular-Framework wie auch das Toolkit SmartGVT werden nun von QFTest in puncto Komponentenerkennung und Synchronisation und so weiter unterstützt. Wie auch das Testen von Headless-Browsern ist nun neu hinzugekommen. Puh, jede Menge Neuerungen. Java 9, PDF-Testen, die Integration von Unit-Testen und so weiter. Aber neben diesen großen Neuerungen gibt es noch eine Reihe von kleineren Erweiterungen, wie die Komplettüberarbeitung des Tutorials für Neueinsteiger oder die Anpassung der Windows-Installation an neueste Windows-Standards. Nehmen Sie sich jetzt die Zeit und gehen Sie auf www.qfs.de und holen Sie sich ein Update Ihrer bestehenden Lizenz auf QFTest 4.2 oder beantragen Sie eine neue Testlizenz.